fühlen, das ist, wie soll ich sagen, das ist schwer beschrieben. Es ist, Bahnfahren ist einfach was Schönes. Man beschäftigt sich halt mit dem Werkzeug, ja. Und es ist ein Schreibzeug eigentlich, so ein bisschen? Nein, mit einem Schreibzeug nicht, als eine Kuli, da würf ich, je nachdem, in eine Ecke rein. Das mache ich dann immer gar nicht. Und was brauchst du für ein Feeling-Gefühl, wenn sie so ein Ding fahren? Ja, wenn sie es mal probieren. Noch mehr macht man selber am besten die Erfahrung, wie es ist. Ja, es ist, ich sag, es ist alles gewesen, üblich gesagt. Es ist alles. Man kann alles lernen. Da brauchen sie im Prinzip schon das Feingefühl, dass sie wissen, wo sie drauf landen, oder? Ja, ich gang schon lieber. Also ich selber für mich gang lieber viel lieber nach dem Auge. Weil selbst wenn sie mal ausfällt, die Kamera, kann auch nicht stehen bleiben im Kran. Naja. Und was machen Sie da an der Tafel vorne? Das ist der Platz. Platz neu, wo der Kran bis zu den Gleis, das sind Gleisanlagen. Da vorne. Der Rie ist, der ist da irgendwo. Da und da fängt an. Aber da sind nur noch die Gleis drauf und das ist einfach Positionierung. Was mir jetzt, sehen Sie, jetzt bin ich auf 40, jetzt zeigt er da an ungefähr, welche Platzhöhe als ich jetzt bin. Das Schiff verladen, wie machen Sie das? Alles per Auge. Das ist aber nicht mehr drauf. Nein. Machen Sie per Auge. Ja. Also gerade jetzt speziell der Kran, der ist jetzt, sage ich mal, wie soll ich sagen, der ist sehr kranführerfreundlich gebaut. Also es gibt Kräne, wo ich schon gefahren bin, die sind fast 80 Jahre alt. Und ich fahre die elektronische eigentlich gern, so wie sie jetzt in dem Stil gebaut sind. Also er ist halt viel defiziler, wie jetzt sagen wir mal andere Kräne. Es gibt so verschiedene Kräne. Gut, was halt mechanische Kräne sind auch gut. Es gibt so viele verschiedene Sachen. Die einen sind halt robuster zu fahren und die anderen sind halt viel früher gefahren, wo man halt mehr gefühlt muss haben oder wo. Ja gut, es ist eh bei schönem Wetter, wenn die Sonne scheint, ist es immer viel angenehmer. Oder was heißt angenehmer zu schaffen? Gut, mir stört eigentlich das Wetter relativ, ob es jetzt Schnee oder Ding hat. Ich wohne ja sowieso in den Bergen, ich bin ja der Schnee, von dem her. Das Wetter spielt mir eigentlich keine Rolle.